Also, Level up. Du. Warte mal. Du Stufe 15, ihr seid alle Stufe 14. Das heißt, wir können bei ihr mal wieder die Vitalität steigern. Ja. Wir haben öfters Mana-Probleme in letzter Zeit. Wir haben einen prozentualen Bonus auf unsere Mana durch die Experten- und Meisterränge später. Aber nee, komm, wir müssen noch Schaden machen, das ist okay. Also Standard, 2 auf Vitalität, 1 auf jeweils die anderen beiden magierelevanten Attribute. Und du bekommst Mystik wahrscheinlich, damit wir mehr zaubern können. Oder mal ein paar Crits, damit wir weniger oft Tränke trinken müssen, weil die Gegner einfach schneller tot sind. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. 0,8%. Ja, komm, gib ihm. So. So. Nächster Schritt. Ganz vorsichtig. Da hinten sind nämlich schon wieder welche. Hier die Umgebung auscouten. Was haben wir hier? Sah wie ein Symbol aus von einer Taverne. Oh, ist... Wow. Ist eine Taverne. Willkommen im Gasthaus zum ungezügelten Durst. Wir hätten gerne Tee. Bekommen Tee. Zwerge und Meeresfrüchte. Ich bin Hedwin Randversdotter, genannt Silberhaar. So, so. Und wer bist du? Madame Cassandra. Das klingt nach Abzocke. Zukunft, Weissagen oder spirituelle Unterweisung, jeweils nur 10 Gold. Na komm, den Spaß gönnen wir uns. Weissagen. Ich weiß etwas über eure Zukunft, aber es ist noch nicht an der Zeit, euch davon erzählen. Kommt wieder, wenn eure Reise vorbei ist. Oh, warte mal, das könnte ein Easter Egg sein. Wenn man das Spiel durch hat und danach in der Welt noch weiter rumlaufen kann und dann hierher zurückkommt, vielleicht sagt sie dann irgendwas über das Addon oder über den zweiten Teil. Also, 11. Teil. Oder unsere Aufgabe ist damit gemeint. Wir müssen ja eigentlich, unsere primäre Aufgabe momentan ist, die Asche unseres ehemaligen Meisters nach Karsal zu bringen. Vielleicht danach. Also sollten wir im Kopf behalten, die schrullige alte Dame. Unterweisung? Die Person, die euch zum Großmeister mit der leichten Rüstung machen kann, erwartet ihr Schicksal in den Eingeweiden einer großen Stadt. Oh, sehr schön. Was ist da gerade kaputt gegangen? das kommt mir so vor. Warte mal, was können wir nochmal machen? Unterweisung? Ja, die Person, die euch zum Großmeister mit der schweren Rüstung machen kann, sucht tief unter der Erde Frieden. Das heißt, wir können jedes Mal 10 Gold ausgeben und sie spuckt uns den Namen von einem Lehrer aus. Anscheinend die Großmeisterlehrer. Das ist sehr praktisch. Aber ich glaube, wir schlafen erstmal hier. Oder auch nicht. Wir sind ja noch einigermaßen voll. Aber das markieren wir uns auf jeden Fall. Also hier. Taverne. Schrullige. Alte Hexe. So. Irgendwelche Fässer noch? Ne. So, da sind Gegner, da sind Gegner. Hier ist nichts. Da hinten ist ein komisches Flammensymbol. Achso, das ist die Elementarschmiede. Wo wir ja früher mal rausgekommen sind. Oder besser gesagt, eine gewisse Dame von uns da rausgekommen ist und dann instant gestorben ist. Oh, Gold. Ah, sogar ziemlich viel Gold. Und ein Brunnen, den markieren wir auch gleich. Brunnen. So, aber ab hier sollte man vorsichtig sein. Da hinten sind nämlich schon wieder 2 Jungs mit dem Hund. Okay. Die sind auf der anderen Seite der Brücke hier. Also ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwo lang kann. Das Gras ist beängstigend grün. Du, Kiste. Noch mehr Gold. Oh, 2 Chunks Gold. Also, Kisten haben es jetzt echt in sich inzwischen. Rüstwert 3, Rüstwert 2, jo. Das und das. Oh, ich muss unbedingt dran denken, wenn wir demnächst neue Tränke kaufen gehen. Das sind ja richtig viele. Wenn wir demnächst neue Tränke kaufen gehen.
Also sowohl in Sea Haven als auch in Sorpegal. Also einmal die kleinen, einmal die mittleren, einmal die großen. Dass wir vorher den NPC holen, der das Ganze günstiger macht. War das ein komischer Baumhaufen? Gegner sehe ich keine, aber warte mal, Tirik, du hast da einen Spruch. Anwesenheit von Feinden in ihr. Ja, sehr gut. Ich habe gerade gehört, wie er mit seinem Schwert in der Luft gewirbelt hat. Das ist kein gutes Zeichen. Und hier ist nichts, okay. Ja, da war es wieder. Jetzt höre ich es nicht mehr. Okay, also scheint in der anderen Richtung gewesen zu sein. Oh, wow. Drei. Wow. So was würde ich auch gerne mal im Wald finden. So 3000 Goldmünzen. Oh, Gefahr, Gefahr. Ich höre mehr Schwertwirbeln. Oh. Eine mysteriöse Krypta. Da. wir hatten vor kurzem schon mal eine so eine Krypta. Da sind wir ganz schnell wieder raus. Aber ich hoffe mal, dass wir hier auch wieder rauskommen, wenn da ein Gegner ist. Wir haben ja noch nicht mehr, wie gesagt, in Akt 1 die beiden optional gemacht. In Akt 2, das muss nicht sein. Es ist sehr dunkel. Du? Fackelschein. Ja, Druckplatten. Oh, das ist wieder so ein Rätsel-Dungeon. Druckplatte, Druckplatte. Druckplatte. Also wenn wir das Feuerschein nicht gemacht hätten, wäre hier drin ja alles zappenduster. Weil die Dinger da machen nicht wirklich Licht. Das heißt, wir wären dann wahrscheinlich auf die Druckplatten raufgetapselt. Und das hätte irgendwas Böses gemacht. Aber ich sehe nicht wirklich einen Weg um die Druckplatten drumherum. Die da blockiert das nämlich. Also machen wir es anders. Wir drücken einfach willentlich eine von den Druckplatten. Okay. Leuchtet blau. Oh, okay. gut. Leuchtet nicht mehr blau. Also wir haben die gedrückt und die und dadurch ist die Säule weg. Und hier sind ganz viele Säulen. Die müssen wohl auch alle weg. Aber es sind keine Druckplatten drumherum. Da ist eine. Also wir bräuchten jetzt eine Druckplatte hier oder hier, aber hier ist keine. Vielleicht hier hinter? Hier ist auch keine. Gleich ist Licht wieder aus. Oh, hat man da was geleuchtet? Vielleicht im Dunkeln das machen? Vielleicht sehen wir irgendwas, was wir sonst nicht sehen würden. Aber das ist ein sehr schöner Dungeon. Klick. Ne, da ist nur wieder der da. Nö, also ich sehe nicht wirklich was, was ich nicht auch sonst sehen würde. Das macht keinen Sinn. Du, mach mal einen anderen Lichtzauber. Da. Oh, genau. Geheimnis entdecken müssen wir da ja auch noch. Ja, sehr cool. Also, Geheimnis entdecken. Aber man kann bei der sich nicht so gut die Druckplatten sehen. Aber dafür ist sie sehr stylisch. Was wollte ich gerade sagen? Also ja, der Dungeon sieht sehr cool aus. Das Rätsel dürfte aber machbar sein, wenn ich das System wirklich verstanden habe. Also wenn die zwei Säulen, könnte natürlich auch Zufall gewesen sein. Ja, weil alle anderen Säulen sind nicht umrahmt von den Druckplatten. Also es muss ein anderes System dahinter sein. Also die und die hat die da einfahren lassen. Okay, wir brauchen eine zweite Säule zum Testen. Nehmen wir mal die beiden Druckplatten hier und gucken, ob die Säule hier weggeht. Nö, geht sie nicht. Die Druckplatte und... Hier ist nirgendwo eine. Oh, okay, ganz schön schnell weg. Hat das was gemacht? Ich geh mal zurück. Nee. Also ein System sehe ich nicht. Ich mache jetzt wildes Rätselraten. Also wir haben ja nur 1, 2, 3,
vier Druckplatten, ne, fünf Druckplatten, da hinten war noch eine. Die hatten wir vorhin aktiviert und dann die hier. Also ich mache jetzt die und die? Nein. Ja, und darunter sind überall noch Druckplatten. Okay, jetzt die und Nacht bricht herein. Die? Nein. Die und Mist, welche habe ich genommen? Die habe ich eben genommen, ne? Ja, die macht auch nichts. Okay, dann die hier und die hier vorne. Nö. Die hier und die da vorne. Nö. Bleibt nur noch die hier und die da ganz hinten in der Ecke. Also die möglichst weit entfernt von der liegenden Druckplatten. Wow. Wo war das? Da ist Rauch. Die Druckplatte ist neu. Die Druckplatte. Aber ich markiere die mal. Wo bist du jetzt? Ah. Da ist gar kein Ding. Löschen. Du bist A. Da, wo wir jetzt draufstehen, ist B. Also wir hatten... Das war nicht die. Ja, jetzt ist das Licht schon wieder aus. Kann schon. Und Geheimnisse waren hier wohl keine. Also wir hatten gedrückt A und hier unten. Und dann ist hier hinten... Das aufgegangen. Das fällt. Also von A. Gut, ich markiere erstmal die andere Druckplatte, die wir eben aktiviert haben. Die ein Feld vor uns ist dann C. Also, wir haben A gedrückt und C gedrückt. Und dadurch wurde das da. Oh, das geht sich wieder auf. Haha. Okay, warte mal. Du bist A. Du bist dann auch A. Und du bist die aufgelöste AA. Hier war B. Da war B. Da war BB. Also, die Druckplatten formen Linien. Und am Schnittpunkt der Linien geht die Säule weg. Das heißt, wenn wir jetzt hier... Du bist nicht B, du bist jetzt C. So, und da haben wir eine neue Druckplatte, die übrig ist. Das ist natürlich doof, dass jetzt das AA auf der... Na gut, die können wir jetzt ja auch... Nee, die können wir nicht wegnehmen, weil dann übersehe ich sie wieder. Also wir wollen... Erstmal gucke ich noch, ob ich jetzt... Geh weg, du Journal. Ich brauche dich nicht. Jedenfalls jetzt nicht. Ich guck mal, wo wir Druckplatten haben, die noch nicht markiert sind. Die ist markiert. Die ist markiert. Die sind markiert. Alle sind markiert. Okay, das heißt, wenn wir jetzt die hier... drücken und die hier hinten, die schneiden sich nicht. Die bilden Linie. Das wird nicht gehen, denke ich. Nee, geht nicht. Aber wenn... Nee, es geht auch nicht. Wenn wir den drücken und den hier unten, dann müsste die da weggehen. Also dich deaktivieren. Dich aktivieren. Das da hinten müsste jetzt weg sein. Gucken wir mal. Na, das ist jetzt Theorie... Ja, wo ist sie? Haha, Theorie Nummer 2 scheint zu stimmen. Das ist nur das falsche Feld. Es sind zwei Felder aufgegangen. Kann das sein? Egal, das Wichtigste ist einfach nur, dass es hinhaut. Das heißt, wir aktivieren jetzt dich und wir aktivieren den da hinten und dann müsste da oben was aufgehen. Nein! Das ist doof. Okay, anderer Test. Wir aktivieren den und wir aktivieren den da, dann müsste irgendwas in dieser Dreierreihe hier aufgehen. Gucken wir mal. Nö. Irgendwo ist da noch ein Haken drin. Ne, warte mal, wenn wir den da aktivieren. Ne,
Nee, es klappt nicht. Ups. Der hier und der hier macht nur da was weg. Der hier macht nur da was weg. Wir haben irgendwo was übersehen, was von den neuen Druckplatten. Genau, die haben wir gar nicht eingetragen. Und zwar du. Die Markierung ist jetzt egal. Die da. Wenn wir den da und den da drücken, müsste das da aufgehen. Also genau vor uns.